Hallo, willkommen zurück, der NRW über 18 hier im nächsten Teil vom Let's Play Nibiru. Und ich habe ungefähr eine Viertelstunde gebraucht und dann ist mir, naja, die zündende Idee gekommen. Und zwar, ich hatte mich ja im letzten Teil schon darüber gewundert, dass wir hier auch ein Bild von Felix haben, nur auf den Kopf gestellt. Das ist ein Hinweis und ein ganz wichtiger Hinweis, denn Felix ist jetzt verkehrt. Heißt, weil sie ja so an ihrer Katze gehangen hat, ich meine, wer hat, ich meine, außer ich, auf der Arbeit ein Bild von seiner Katze. Und deswegen muss man sich das Ganze jetzt vorstellen, ich habe ja Felix schon probiert. Felix ist verkehrt rum und wenn wir Felix rückwärts schreiben, also Xilef, genau, Beasley. Das stimmt. Genau. Ich werde mal Barboras E-Mails überfliegen. Die sieht interessant aus. Das staatliche Institut für historische Denkmalpflege von Petra Nedole. Wahrscheinlich die Person, die das Formular für den Bericht an Barbora schickte. Ich werde eine Kopie ausdrucken. Ah, jetzt brauchen wir auch den Drucker. Ja. Ja, ein sehr knackiges Rätsel. Ich glaube auch das bisher erste, wo man wirklich nachdenken muss. Aber es gibt, wie gesagt, auch einen Hinweis dafür. Und das finde ich auch sehr gut. So. Oh, oh. Entschuldigt. Eine Kopie von Barboras Bericht. Gut. Können wir es direkt abstempeln? Ja, tatsächlich. Zack, abgestempelt. Der Bericht erfüllt jetzt alle Voraussetzungen. Goodie. Heißt, zum Foyer, zur Pförtnerloge. Ist ja auch nicht schlecht. Was ist, wenn wir ihm das mal zeigen? Geht nicht. Okay. Dann will er schon woanders hin. Ihm sagen wir nochmal Danke, würde ich sagen. Wir haben nichts zu bereden. Gut, das, ja. Vereinfacht die ganze Sache natürlich. Das könnte hier dann wohl dieses Amt sein. Es würde Sinn machen, dieses historische hier Denkmalpflege, hast du nicht gesehen. Endlich ist die Pause vorbei. Dachte ich mir. Das Büro wieder geöffnet. Ich dachte es mir. Och Gott, wird süß. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Martin Holen und ich gehöre der Internationalen Archäologenorganisation an. Ich muss hier eine Genehmigung bestätigen lassen, um den Fundort einer historischen Entdeckung betreten zu dürfen. Was für eine Entdeckung ist das und um welche Gegend handelt es sich? Westböhmen. Mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen. Hm, und was soll das alles hier? Nun, Sie müssen diese beiden Formulare ausfüllen und ich werde Ihren Antrag unter die anderen legen. Aber ich brauche die Bestätigung sofort. Ich kann nicht bis morgen warten. Kann ich denn nichts machen, um den Vorgang zu beschleunigen? Ich fürchte nicht. Die Anträge sind nummeriert und wir sind verpflichtet, keine Ausnahmen zu machen. Wann würde mein Antrag denn bearbeitet werden? Nicht vor morgen, aber wahrscheinlich erst übermorgen. Tschüss. Ich kann unmöglich so lange warten. Das kann ich verstehen, aber es gibt keinen anderen Weg. Soll ich Ihnen die Formulare jetzt geben? Nein, danke. Ich komme später noch einmal wieder. In Ordnung. Also müssen wir jetzt hier schon wieder Fusch am Bau betreiben? Und unsere Papiere irgendwie nach oben schummeln. Verschiedene Ausschnitte aus Zeitungen und Zeitschriften. Von hier aus kann ich sie unmöglich lesen. Sessel? Was hat's denn? Ein Sessel für die Gäste. Ich will mich nicht setzen. Dieses Getippe kann einen schon wahnsinnig machen. So ein wenig. Lässt die uns rein? Sie dürfen das Büro nicht betreten. Ich wusste es. Der Direktor ist beschäftigt und wünscht nicht, gestört zu werden. Natürlich. Tut mir leid. Sie wird mich nicht reinlassen. Was ist, wenn wir die Dokumente einfach unten durchschieben? Nein. Die Nibiru-Akte? Nein. Ihr die Nibiru-Akte geben? Auch nicht. Ja, und das bringt alles nichts. Hä?
Dürfte ich Ihre Visitenkarte haben? Sicher, nehmen Sie sich ruhig eine. Danke. Die Visitenkarte der Institutssekretärin. Mhm. Ich muss mir etwas anderes überlegen, die Genehmigung bestätigen zu lassen. Ohne diese ganzen Formalitäten. Oh. Leute von heute. Guti, dann müssen wir irgendwas draußen finden. Ich meine, viele Möglichkeiten gibt es ja jetzt nicht, wo wir jetzt hingehen können. Vielleicht kann uns der Penner... Warte mal. Nein. Da gibt's nichts Neues. Nein. Vielleicht kann uns der Bettler, Entschuldigung, der Bettler weiterhelfen. Ich brauche jetzt nichts von ihm. Gut, dann eben nicht. Dann zum Kiosk. Vielleicht kann uns die Kioskbesitzerin ja weiterhelfen. Ich brauche nichts. Nein, auch sie kann uns nicht weiterhelfen. Die Unterführung kann uns auch nicht weiterhelfen. Hervorragend. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Ah, ist doch Murks. Der. Ach, zurück kann ich auch nicht mehr. Gut, mag ich eigentlich sehr gerne, dass man einen Spieler jetzt nicht hier überall wieder hinlässt und dass man gezielt sagt, pass mal auf, hier gibt es etwas. Auf der anderen Seite... Ich brauche jetzt nicht... Ist es blöd, denn man weiß nicht was. Was ist, wenn ich ihm die Karte zeige? Ne, auch nicht. Die anderen Sachen... Naja, streng geheim eigentlich. Aber egal. Komm, hier, brauchst du noch Zigaretten? Auch nicht. Kennst du die Frau? Auch nicht. Kennst du den Kerl? Auch nicht. Oh Mann! Komm hier, willst du ein bisschen Geld? Auch nicht. Puh. Das heißt, hier drin muss es weitergehen. Aber wo und wie? Zur Front des Gebäudes. Auch die Bezeichnungen sind ja manchmal ein wenig komisch. Ja, und da sagt er wieder nur... Ach nee, guck mal. Was kann ich für Sie tun? Ich war schon einmal wegen einer Genehmigungsbestätigung hier. Westböhmen. Ah ja, ich erinnere mich. Sie sind hier, um die Formulare auszufüllen, richtig? Ich muss darauf drängen, dass mein Antrag schnell bearbeitet wird. Ich kann definitiv nicht bis morgen warten. Könnte ich nicht einfach in das Büro nebenan gehen und mir diesen einen Stempel geben lassen, den ich brauche? Wie ich Ihnen schon sagte, Sie müssen sich an die Vorschriften halten. Aha. Außerdem ist der Direktor heute beschäftigt. Und wir machen keine Ausnahmen. Keine Ausnahmen. Verstanden. Ich muss jetzt zurück an meine Arbeit. Benötigen Sie sonst noch etwas? Nein, danke. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Haben wir denn jetzt... Wir haben immer noch nicht die Sachen. Oh, Leute. Nicht aufregen. Schieb ihm die doch einfach da drunter. Oder hier zeigt ihr das. Ich muss mir etwas an... Warte, wir versuchen jetzt nochmal den Raus-Reingeh-Trick. Raus-Geh-Trick. Wieder-Reingeh-Trick. Ich muss mir etwas... Nee, hat nicht funktioniert. Hat sich jetzt draußen irgendwas verändert? Nicht wirklich. Der Bettler, will er uns jetzt was sagen? Aha. Ich könnte eine Information gebrauchen. Kennen Sie vielleicht eine junge Frau, die hier in dem Gebäude arbeitet? Ungefähr 25. Schlank... Blond. Ja, ich denke, ich weiß, welche Sie meinen. Was ist mit ihr? Mit welchem Auto kommt sie zur Arbeit? Hä? Naja, da Sie es sind und mir die Zigaretten gebracht haben. Sie hat einen silbernen Mercedes. Er parkt immer gleich hier um die Ecke. Und das Kennzeichen? Sie machen Scherze, oder? Was bin ich, ein Privatdetektiv? Was kümmern mich Kennzeichen? Ein silberner Mercedes. Das sollte reichen. Danke. Ja. Und lassen Sie sich nicht erwischen. Das Auto hat sie wahrscheinlich von diesem Mistkerl, der manchmal hier auf sie wartet. Naja, ich will mich nicht mit ihr verabreden. Aber ich werde auf jeden Fall aufpassen. Danke.
Was bringt denn uns jetzt die... Das ist die A-Klasse hier vorne. Ja, Mercedes. Was bringt uns denn jetzt ihr Auto? Will er jetzt da die Reifen zerstechen oder ihr sagen, dass sie im Halterverbot parkt? Oder was will er machen? Dass er so direkt nach dem Auto fragt. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sie sich den von ihrem Gehalt leisten konnte. Ja. Das Nummernschild lautet 1A7 1537. Okay, also wir brauchen nur das Nummernschild. Okay, das heißt, wir werden sie wahrscheinlich damit in irgendeiner Art und Weise rauslocken und können dann hier etwas machen. Sehr gut. Ich muss mir etwas anderes überlegen, die Genehmigung bestätigen zu lassen. Willst du mich verarschen? Ohne diese ganzen Formalitäten. Wir waren doch gerade draußen, oder nicht? Ach so, warte mal. Vielleicht muss ich sie anrufen, deswegen die Visitenkarte. Mein Handy. Ah. Ja, Baby, I'm on the run, I'm on the run. Polizei, irgendwas. Ja, ja, ja. Historische Denkmalpflege, guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, hier spricht die Prager Wasserversorgung. Wir sind auf ein kleines Problem gestoßen und vielleicht können Sie uns helfen. Nun, hier ist das Sekretariat des Direktors. Worum geht es denn? Wir müssen in einen Abwasserkanal gleich neben Ihrem Gebäude, aber leider parkt über dem Zugang ein Auto. Uns wurde diese Nummer gegeben und vielleicht wissen Sie ja, wem der Wagen gehört. Es ist ein Mercedes. Ein Mercedes? Das könnte sogar mein Auto sein. Wie lautet das Kennzeichen? 1A7 1537. Jesus Christus, das ist mein Auto. Was für ein angenehmer Zufall. Ich hoffe, das Auto ist in Ordnung. Ich habe es erst seit ein paar Monaten. Keine Angst, wir haben es kaum berührt. Aber könnten Sie bitte herkommen und es umparken? Ich kann das Büro im Augenblick nicht verlassen. Ist das absolut notwendig? Ja, wir haben auch zu arbeiten und das Auto abschleppen zu lassen kostet eine Menge Zeit. Abschleppen? Warten Sie, ich bin in einer Minute bei Ihnen. Okay, wir warten hier, aber halten Sie uns bitte nicht unnötig auf. Nein, werde ich nicht. Ich komme jetzt sofort. Danke für Ihren Anruf. Keine Ursache. Danke fürs Kommen. Ja, und ihr fällt überhaupt nicht auf, dass da keiner von der Wasserdings wartet und isst und keine Bauarbeiten, nichts, gar nichts. Faszinierend. Fährt sie auch weg mit dem Auto? Moment. Der Wagen fährt nicht weg. Warten wir die Straßenbahn ab? Nein. Das ist schade. Vielleicht sucht sie jetzt die Leute von der... Hast du nicht gesehen. So, was muss ich denn jetzt hier machen? Einfach da rein oder was? Ja, scheint so. Guten Tag. Guten Morgen. Entschuldigung, aber wer hat Sie reingelassen? Ich habe heute keine Zeit für persönliche Termine, Herr... Holen. Martin Holen. Verzeihen Sie die Störung, aber die Tür war offen, deshalb bin ich reingekommen. Wie kommt es, dass meine Sekretärin Ihnen erlaubt hat, einzutreten? Ich sagte klar und deutlich, dass ich nicht gestört werden wollte. Naja, es war niemand im Büro. Ach, wirklich? Das war eine Anordnung. Aber darum kümmere ich mich später. Kommen wir zu der Frage, warum Sie hier sind. Also, weshalb sind Sie zu mir gekommen? Ich gehöre der Internationalen Archäologenorganisation an. Und Ihre Behörde muss eine Genehmigung bestätigen, mit der ich ein Gelände in Westböhmen betreten darf, wo ein deutscher Tunnel aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde. Ich habe den Bericht über die Entdeckung hier bei mir. Schön animiert. Ach ja, davon habe ich schon gehört. Erzählen Sie mir mehr. Ich fürchte, da werde ich Sie enttäuschen müssen. Ich weiß auch nur das, was im Bericht steht. Sehen Sie, ich studiere den Krieg schon seit langer Zeit und interessiere mich für diese spezielle Zeitspanne. Petre wollte, dass ich einen Blick darauf werfe. Ich soll mit den Einzelheiten vor Ort vertraut gemacht werden. Petre Nedole? Ja. Kennen Sie ihn? Wir waren auf der gleichen Schule. Ich erinnere mich noch an ihn und die gemeinsamen Trinkgelage. Warum haben Sie die Bestätigung nicht formell angefragt? Sehen Sie, ich werde meinen Onkel in Frankreich besuchen.
Petres Anruf kam ziemlich unerwartet und ich versprach, dass ich mich am Fundort umsehen würde, bevor ich abreise. Oh, ich verstehe. Die Sache ist, dass ich keine Ahnung habe, ob diese Genehmigung Ihnen weiterhelfen wird. Was soll das heißen? Gestern erhielt ich einen Anruf. Man befürchtet, dass die Tunnel vermint sein könnten. Wir haben ein Sprengstoffkommando angefordert, um das ganze Gelände zu untersuchen. Oh, nee. Sie wissen, welche verheerenden Schäden Leute, die nicht vom Fach sind, anrichten können, bevor wir überhaupt am Fundort waren. Sie haben recht. Ich werde Ihre Genehmigung auf jeden Fall bestätigen. Unter einer Bedingung. Ich würde gern sofort Informationen erhalten, wenn Sie da drüben fertig sind. Habt ihr gesehen, der Windzug vom Papier? Das hat sich so nach oben... Richtig geil. Und zack, gestempelt. Cool. Ach, und grüßen Sie Petr von mir. Gern. Vielen Dank. Also, das Spiel überrascht mich immer wieder. Wobei, wenn man jetzt hier aus dem Fenster guckt... Ich habe ein Auto gemietet und bin direkt dorthin gefahren, wo der Tunnelkomplex gefunden wurde. Auf dem Weg ging mir vieles durch den Kopf. Bald tauchte die Silhouette des Waldes am Horizont auf. Dreier-Mensi. Total geil gemacht. Stehen bleiben. Was machen Sie hier? Zivilisten haben hier nichts verloren. Ich bin vom Institut für historische Denkmalpflege und habe die nötige Genehmigung. Noch ein Archäologe? Sollten Sie sich nicht zurückziehen, bis unsere Leute das Gelände gesichert haben? Nicht so ganz. Es müssen noch ein paar Kleinigkeiten überprüft werden. Okay, warten Sie hier. Ich werde das meinem Kommandanten melden. Major, da ist ein Mann, der das Gelände betreten will. Im Moment dürfen keine Zivilisten das Gelände betreten. Er sagt, er habe eine Genehmigung. Hat er die? Dann möchte ich sie mal sehen. Nun, ich bin nicht gerade erfreut, aber mit Ihrer Genehmigung scheint alles in Ordnung zu sein. Sie können sich frei im Lager bewegen, aber nirgendwo sonst. Besonders nicht in den Tunneln. Bis das Gebiet nicht vollständig erforscht ist, wird niemand hinuntergehen, verstanden? Ja. Sie finden Ihren Kollegen den Weg entlang hinter der Brücke. Kollege? Er kam an, nachdem alle anderen Archäologen abgereist waren. Wissen Sie nichts von ihm? Oh, natürlich. Jetzt erinnere ich mich. Ich werde mit ihm reden. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Aber vergessen Sie nicht, was ich Ihnen gesagt habe. Das sieht nicht gut aus. In die Tunnel zu kommen, wird nicht leicht sein. Ich werde mich mal umsehen und überlegen, was ich tun kann. Also, was mich hier jetzt auch wieder total fasziniert und glücklich macht, ist diese Liebe zum Detail, die man hier in dieses Spiel reingesteckt hat. Was ich eben sagen wollte, dass wenn wir da beim Büro aus dem Fenster geguckt haben, das war nicht mehr Erdgeschoss oder erste Etage, das war schon ein bisschen höher, aber gut, kann natürlich sein, dass es dahinter ein Treppenhaus gibt und was ich aber nicht glaube, aber nichtsdestotrotz, die Fahrt mit dem Auto, wunderschön gemacht, das Blinker und die Geräusche haben gepasst und hier auch mit der Schranke. Es ist einfach nur eine Augenweide, dieses Spiel. Wirklich faszinierend. Und ich wage zu behaupten, dass es wirklich mit mehr Hingabe und Liebe gemacht wurde als Black Mirror 1, was hier vorauskam. Es war jetzt nicht viel hier vor, aber immerhin. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Schauen wir uns das Lager an. Ein gewöhnlicher Armee-Jeep. Pläne. Diese Pläne sind nicht für die Augen von Zivilisten bestimmt. Ich habe kaum was gesehen. Das ist auch gesünder für Sie.
Außerdem bin ich kein Zivilist. Was sind das für alte Karten? Das geht Sie gar nichts an. Hätten Sie eine Minute Zeit, mir ein paar Fragen zu beantworten? Okay, fangen Sie an, aber beeilen Sie sich. Morgen sollen die Sprengstoffexperten eintreffen und bis 17 Uhr muss ich einen Arbeitsplan aufgestellt haben. Ich habe auch nicht viele Fragen. Wissen Sie, mein Bericht darüber, was hier vor sich ging, ist nicht ganz vollständig. Ich erzähle Ihnen die Kurzversion, aber hören Sie genau zu. Ich erzähle sie nur einmal. Die Entdeckung wurde von Arbeitern gemacht, die den Bau einer neuen Autobahn vorbereiteten. Am zweiten Tag entdeckte einer von ihnen den ersten Tunnel. Weitere folgten. Sie riefen ihr Institut an, um über ihren Fund zu berichten. Ihre Leute riefen uns an und zogen sich zurück, sodass wir übernommen haben. Morgen kommt ein Sprengstofftrupp aus Kassler und bis dahin ist der Zutritt zu Teilen der Fundstätte verboten. Reicht Ihnen das jetzt? Ich denke schon. Er wird mir sowieso nichts mehr sagen. Ich werde Sie jetzt nicht weiter stören. Vergessen Sie nicht, was ich Ihnen gesagt habe. Niemand darf den Tunnelkomplex betreten. Alles klar. Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist ein Zivilist, der mir um die Ohren fliegt. Lassen Sie mich jetzt weiterarbeiten. Ich bin immer noch kein Zivilist. Eieiei. Eine Autobahn. Nicht schlecht. Da darf ich wahrscheinlich nicht rein. Geil, ein Zelt. Hey, gehen Sie weg von dem Zelt. Sie haben da nichts zu suchen. Naja, dachte ich es mir. Tut mir leid. Ein Zelt mit einer Holztür. Auch nicht schlecht. Weiter ins Lager. Dann schauen wir uns mal um. Hier vorne gibt es hoffentlich nichts mehr. Oh, das sieht auch geil aus. Oh, Pilze. Sie sind zwar essbar, aber ich habe keine Verwendung für sie. Sie sind zwar essbar, sie sind... Irgendwas müssen wir aber damit machen können. Sonst könnten wir sie nicht anklicken. Das Wasser ist kristallklar. Und absolut wunderschön gemacht. Der Rest des Lagers verliert sich in einem Dschungel riesiger Bäume. Lampen wie diese beleuchten nachts das Lager. Mhm. Okay, halten wir im Hinterkopf. Pilze. Ach, guck mal an. Zivilist. Warte mal, erstmal Baumstämme gucken. Die Bäume wurden von Arbeitern gefällt, um den Wald zu lichten. Mhm. Zum Tunnelkomplex. Die Farbe blättert ab. Abgesehen davon sieht der Wagen bewohnbar aus. Mhm. Das war's? Okay, scheint so. Hallo. Ich bin gerade erst aus Prag eingetroffen, um mir den Fund anzusehen. Sie tragen keine Uniform. Wer sind Sie? Ich bin ein Historiker. Ja, genau. Mein Name ist Petr. Petr Stasek. Martin Holen. Ihrem Akzent nach zu urteilen, sind Sie kein Tscheche, richtig? Nein, ich bin Deutscher, aber mein Vater ist Tscheche. Ich habe bei meiner Mutter in Deutschland gelebt, aber nach meinem Studium blieb ich hier. Dann haben wir ja etwas gemeinsam. Auf welcher Universität waren Sie? Auf der Karls-Universität in Prag. Aber das ist lange her und ich habe keine Lust, darüber zu reden. In Ordnung, wechseln wir das Thema. Wie lange sind Sie schon hier im Lager? Noch nicht so lange. Ich bin heute Morgen angekommen. Und die anderen vor Ihnen? Die anderen? Sie wissen schon, die Leute vom Staatlichen Institut für historische Denkmalpflege. Oh ja, die anderen. Ich wurde in der Stadt aufgehalten und kam als Letzter hier an. Als ich eintraf, waren alle anderen schon abgereist. Bis auf diese verdammten Soldaten natürlich. Seltsam, dass sie nicht mit den anderen gehen mussten. Sehr seltsam. Warum habe ich das Gefühl, dass er mir nicht alles sagt? Also, warum sind Sie geblieben? Was meinen Sie mit warum? Ich wollte nicht, dass die Uniformträger hier alles zerstören. Die haben keine Ahnung von irgendwas und ich wollte in der Nähe sein, wenn sie den Tunnelkomplex betreten. Ich muss auch hinein. Und zwar so schnell wie möglich. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Der Major will nichts davon hören, dass ich die Tunnel noch einmal betrete. Sie waren schon einmal drin? Ja, aber nur für eine Stunde oder so. Dann kam der Major, um mich rauszuwerfen. Er sagte was von 9 Befehlen und wollte keine meiner Fragen beantworten. Dann sitzen wir wohl im gleichen Boot. Sieht so aus. Wir können Ihnen den Fund nicht einfach überlassen. Wir haben ja keine Ahnung, mit was Sie es zu tun haben.
Geben Sie mir ein wenig Zeit. Ich werde mich mal umsehen und überlegen, was wir tun können. Gute Idee. Kommen Sie später wieder. Ich bin sicher, dass wir uns etwas einfallen lassen können. Einverstanden. Etwas an seiner Art gefällt mir überhaupt nicht. Wie auch immer. Wir haben das gleiche Ziel und zwei bewirken mehr als einer. Ich werde zurückkommen, wenn ich mehr herausgefunden habe. Auch geil, dass die ganze Zeit er hier im Regen vor seinem Wohnwagen sitzt, in dem er ja eigentlich trocken wäre. Aber nun gut. Freunde, das soll es erstmal wieder gewesen sein hier mit... meine Stimme. Mit Nibiru und... guck mal, unser Inventar ist auch ein bisschen aufgeräumt. Und dann hoffe ich, dass wir uns alle dann im nächsten Teil wiedersehen. Macht es gut. Bis dahin. NRW bei 18. Adieu.